Martin, neues Ziel. Leipzig, Seestraße, Leipzig Triathlon, Start! Ach du Scheiße. Ja, schönen guten Morgen, liebe Triabis und willkommen hier in Leipzig. Hier in Leipzig sehen wir hier im Hintergrund, hier, schön zu erkennen. Kaufland hier, schön, ja, genau. Wir wollen jetzt zum Leipziger Triathlon. Und dazu muss ich diesmal nicht das Auto benutzen, sondern kann aufs Fahrrad zurückgreifen. Das ist schon ziemlich cool. Die letzten drei Wochen nach Rot waren eigentlich ziemlich entspannt. Ich habe Urlaub gemacht, jetzt gar nicht so viel Sport, ein bisschen entspannt und eigentlich gar nicht trainiert. Deswegen wird das auch heute ein bisschen mal was ganz Neues. Ein Triathlon ohne Training, ohne Tapering, ohne besonderes Carboloading und vor allen Dingen ohne großen Leistungsmaßstab. Das heißt, heute ist Erlebnis vor Ergebnis angesagt. Ich habe natürlich eine Zeit vom letzten Mal, die ist 2 Stunden 38. Wäre cool, wenn ich die unterbieten kann. Wobei das schwierig wird, da ich hier ein neues Gefährt unter mir habe. Achtung! Es ist eins der neumodischen Gravel Bikes. Auch ich gehe mit der Mode, trotz des Alters. Man muss ja auch mal gucken, was die Jugend so macht und das auch mal ausprobieren. Und wir waren in der Slowakei im Urlaub und da ist so ein Gravelbike gar nicht so unangebracht. So viel erstmal zum Race Talk, Pre-Race Talk. Jetzt fahren wir zum Bahnhof, holen den Kollegen ab und dann fahren wir ganz entspannt noch 10 Kilometer zum Kulki, Kulkwitzer See. Und ich hoffe, dass nicht noch die Krankheit ausbricht, die einen Teil der Triabi-Familie aktuell stark beschäftigt. Insofern hoffe ich, dass ich heil ankomme, einen mega schönen Triathlon mache und heil wieder zu Hause ankomme. Das sind die Pläne für heute. Seid gespannt, was hier noch passiert. Los geht's jetzt hier mit dem Rad durch Leipzig. Auf geht's!
Dank, das war der Start und Power Musik. Trotzdem gehen fürs Video. Ja. Tschüss. Ciao. Also liebe Triathletis, das war der Leipzig Triathlon mit einer Gesamtzeit von 2 Stunden 33 Minuten und ein bisschen konnte ich tatsächlich meine Vorjahresleistung verbessern um ungefähr 5 Minuten. Schwimmen war verbessert, Radfahren war verbessert und Laufen war verbessert. Also alles in allem, alles verbessert. Hat riesengroßen Spaß gemacht. Ich finde, das ist wirklich eine wunderbare Veranstaltung. Kurz noch die Splitzeiten, falls das jemand interessiert. Bin 34 Minuten und 50 Sekunden geschwommen. Auf dem Rad weiß ich gar nicht, da hatte ich einen 35,5 km/h Schnitt und dann wir laufen mit einer Pace von 4,20 ungefähr. 4,40 meine ich natürlich, 4,20. Beim nächsten Mal dann auf jeden Fall. Und genau, wir haben viele irgendwie vorher gesagt, naja, das ist doch irgendwie jetzt Quatsch, hier so einen kleinen Triathlon zu machen. Das ist doch nichts. Das ist so für dich keine Herausforderung mehr. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, das ist irgendwie wirklich eine völlig andere Sportart, diese olympische Distanz. Weil es halt auf andere Sachen ankommt, als jetzt bei so einer Langdistanz. Sicher ist Rot oder die Langdistanz halt an sich schwerer. Man muss sich mehr darauf vorbereiten. Aber nach den 2,5 Stunden jetzt habe ich, also da war bei mir aber auch Ende Gelände. Weil ich habe echt so durchgezogen, dass ich am Ende ziemlich durchhing. Und ich habe nicht alles gegeben, aber doch sehr viel. In diesem Sinne möchte ich darauf verweisen, nicht immer höher, schneller, weiter, sondern einfach lieber immer mehr Spaß zu haben bei den Wettkämpfen. Das ist auf jeden Fall bei mir jetzt das Herangehen in der nächsten Zeit. Denn sonst kann ich ja gar nichts mehr machen, was jetzt unter der Langdistanz ist. Hier kann man schon erkennen, die ersten Umzugskisten sind gepackt. Für uns geht es jetzt nach Thüringen. Was ist das? Thüringer. Und zwar an diesem Wochenende. Deswegen also mit den Videos, ob das jetzt hier weitergeht und wie das weitergeht, kann ich jetzt echt noch gar nicht sagen. Wir müssen da erstmal ankommen. Ich muss da erstmal mich einleben. Ich muss meine Masterarbeit jetzt endlich mal schreiben. Und da auf jeden Fall mal was machen. Die ist da stark zu kurz gekommen in letzter Zeit.
Sicher werde ich jetzt vielleicht noch ein paar Wettkämpfe machen. Ich überlege, ob ich noch einen Halbmarathon oder Marathon mache. Jetzt so ein Herbstding machen ja viele. Ich überlege doch mit der Form irgendwie noch eine neue Bestzeit im Marathon aufzustellen. Die liegt bei mir bei 3:38 von vor 2 Jahren Berlin-Marathon. Ansonsten versuche ich jetzt mal ein Konzept zu machen für das, was nächstes Jahr so abgehen kann und mir wieder so ein Highlight raussuchen. Ich finde, das macht irgendwie echt Riesenspaß, sich immer so ein Riesenhighlight im Jahr zu setzen, wo man drauf hinfiebert, wo man alles gibt und wo man hinterher, also, wo man einfach irgendwie darauf hinarbeiten kann. Muss jetzt nicht wieder so sein, dass ich jeden Tag mindestens, muss jetzt nicht so sein, wo ich wieder 6 Tage jede Woche trainiere, vielleicht ein bisschen weniger, aber irgendwas Großes, Neues, will ich auf jeden Fall machen. Und so wie kann ich schon verraten, es wird vermutlich nicht on-road sein. Zuletzt möchte ich noch alle neuen Abonnenten begrüßen. Das war jetzt hier ein Riesenschwung an Menschen, die jetzt hier neu dazugekommen sind. Also, hallo. Wer Lust hat, kann sich ja mal kurz in den Kommentaren ein bisschen vorstellen. Also, das ist meine Lieblingsfarbe und vielleicht Schuhgröße. So als Einstieg. Damit ich auch die neuen Leute ein bisschen besser kennenlerne. Und ich habe mich natürlich auch wieder riesig gefreut über die ganzen Menschen, die mich angesprochen haben. Letztlich beim Triathlon, die auch die alteingesessenen Abonnenten sind quasi. Ja, vielen Dank für eure Worte und ich gehe noch ein bisschen packen. Und euch sage ich Tschüss, bye bye und bis bald, Rian.